Sommerzeit ist Erntezeit. Täglich frisches Gemüse und süße Früchte direkt aus dem Garten. Aber irgendwann hast du mehr, als du essen kannst. Wie wär's mit einer hausgemachten Konfitüre oder in Essig eingelegtem Gemüse? So profitierst du auch im Winter von deiner Arbeit im Sommer. Energiewasser Bern macht es genau gleich, mit Wärme. Bislang konnte die überschüssige Wärme aus der Energiezentrale, insbesondere im Sommer, nicht direkt im Fernwärmenetz genutzt werden. Mit dem Pilotprojekt Geospeicher ändert Energiewasser Bern dies und setzt die aus Abfall, Holz und Gas gewonnene Energie noch optimaler ein. Dazu werden unter strikten Auflagen bis zu 500 Meter tiefe Bohrungen durchgeführt. Das Ziel sind Sandsteinschichten. Es können keine geothermischen Effekte genutzt werden, aber es lässt sich ein Energievorrat anlegen, wie in einem Kachelofen. Im Sommer wird die anfallende Wärme des Anlagenbetriebs, die sonst ungenutzt bleibt, verwendet, um Wasser auf 90 Grad zu erhitzen. Das heiße Wasser wird dann in den Sandstein gepumpt. Dieser nimmt die Wärme des Wassers auf und arbeitet als Wärmespeicher. In einem offenen Kreislauf wird das abgekühlte Wasser wieder hinaufgepumpt und erneut erhitzt. Im Winter wird dieser Kreislauf umgekehrt. Jetzt wird kaltes Wasser in den zuvor erhitzten Sandstein gepumpt. Das Wasser erwärmt sich auf 60 Grad. Das erwärmte Wasser wird wieder hinaufgepumpt und der Energiezentrale zugeführt. Die zurückgeholte Sommerabwärme reduziert den Anteil an Primärenergie für das Fernwärmenetz im Winter. Umweltfreundlich und nachhaltig. Hausgemachte Komfortwärme von Energiewasser Bern ermöglicht warme Berner Wohnungen, damit du deine Konfitüre umso mehr genießen kannst.